Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, und Sie sind wieder dabei bei der größten Schnäppchenjagd des Tages, unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Denn alles, was in der nächsten halben Stunde auf Sie zukommt, ist für Sie exklusiv und für diese Sendung auf 10 Euro herunterreduziert. Aber bitte immer schnell sein, wenn Ihnen was gefällt, weil wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Weder Anne noch ich, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir lassen uns überraschen. Da drüben stehen schon zwei Weihnachtsengel. So möchte ich sie jetzt mal nennen. Und ich würde sagen, die rufen wir jetzt. Yes. Und lassen uns überraschen. Beziehungsweise wir bassern sie herbei. Und dann bin ich mal gespannt, Hallöchen, was Sie heute vorbereitet haben. Dankeschön, Monika. Bitteschön. Wichtig ist, wenn Ihnen was gefällt, schnell sein. Und Sie dürfen, wenn wir nichts anderes sagen, jedes einzelne Produkt bis zu 10-mal, bis zu 5-mal, Entschuldigung, 5-mal bestellen. So, und das sind, wow. Okay. Wir haben Musik. Ja, das sind zwei Boxen, die man zu einer Soundbar umfunktionieren kann. Aber du kannst, ne, eine große machen. Genau, PC-Lautsprecher oder Soundbar. 10 Watt Musikspitzenleistung und das einfach als Boxen einzeln an Laptop anschließen. Oder so könnte ich es mir auch gut unter einem Monitor vorstellen. Weil viele Monitore, die haben ja auch, ich sage jetzt mal, nicht so ganz gutes Soundsystem. Also das ist der Knaller, ne? Also wie du gesagt hast, Laptops, die haben zwar Boxen, aber naja, gut, mal einen Film damit schauen ist dann nicht so spektakulär oder Musik hören. Und hier schließt du entweder die Boxen links und rechts an oder, wie wir es hier gerade im Zuspieler sehen, kann man auch schöne Soundbar draus machen mit einem wunderbaren Klang, ob es jetzt die Weihnachtsmusik ist oder einfach mal ein Film. Damit hört sich alles doch gleich viel besser an. Geht aber auch fürs Handy, nicht nur für Laptop. Ja, natürlich, man kann aufs Handy anschließen und ich habe hier zwei Zuschriften. Der Heino aus Essen schreibt uns, Produkt wird von mir als Soundbar für meinen Fernseher im Schlafzimmer genutzt, da dieser eine grottenschlechte Tonqualität hatte. Auch das eine Möglichkeit. Und Andreas aus Waldburg kann die Lautsprecher nur empfehlen, haben einen schönen, satten Sound für die Größe. Ideal geeignet, um am Computer Musik zu hören, sind das Geld echt wert. Und ich glaube, für Lautsprecher kannst du sonst wirklich viel Geld ausgeben. Was hast du da? Bodo, der Dritte. Das ist so aus der neuen deutschen Welle gewesen, das Lied gerade. Übrigens andersrum. Ich glaube, unten sind die Ständer. Und jetzt einfach auseinanderschieben, dann hast du einzelne Lautsprecher. Du musst. Geht's? Moment. Aber der Klang ist natürlich sehr, ja, sehr gut. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Das ist für ein Laptop. Du kannst beide Seiten einfach rausstehen. Oder einen großen Lautsprecher. Das ist, du, wenn ich bedenke, wie viel heutzutage Filme oder Streamingdienste auf dem Laptop nutzen oder auf dem Rechner und dann aber einen minderwertigen Sound haben, da kommen doch die Filme gar nicht richtig rüber. Sowas würde dieses Defizit ausgleichen. Und ich finde, ist auch eine schöne Geschenkidee, oder? Ist eine richtig tolle Geschenkidee, finde ich auch. Vor allem für 10 Euro, sowas kann auch jeder gebrauchen, weil jeder hat einen Laptop oder jeder hat ein Handy und somit kannst du eben vernünftig Musik hören oder dann doch mal einen längeren Film schauen, ja, weil man heutzutage eben streamt. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für unsere 2-in-1 PC Stereo-Lautsprecher oder Soundbar. Das ist die ZX1609 und die 569. Und sowas jetzt für 10 Euro. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, 25, 30 Euro mindestens im Fachhandel. Ja, und hier eben für 10 Euro. Ob als Soundbar oder als Lautsprecher entscheiden Sie selber. Es ist aber natürlich auch ein tolles, das kann ich nur noch mal wiederholen, Geschenk für Leute, die gerne Filme, Videos streamen auf ihrem Laptop, auf ihrem Rechner, um auch den perfekten Ton dazu haben. Und sieht auch echt schick aus, ne? So eine kleine kompakte Soundbar, das hat auch nicht jeder. Finde ich sehr gut. Ich wusste vorher gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Aber hier gibt es alles in der 10-Euro-Show und vor allem eins Schnäppchen ohne Ende. Und Monika, ja, bringt uns unser nächstes Schnäppchen. Und es ist wieder schön, hier kann immer alles passieren für 10 Euro. Denken Sie auch immer im Hinterkopf, Weihnachten ist nicht mehr weit. Und das ist etwas, was die Damenwelt absolut fasziniert. Ich kenne das Produkt zufällig, aber ich habe es auch damals zum ersten Mal bei uns gesehen. Allerdings im regulären Programm für wesentlich mehr als 10 Euro. Richtig, das ist eine Wärmflasche, aber nicht wie wir sie ganz klassisch kennen für den Bauch, rund oder eckig, sondern die hat so eine längere Form und damit kann ich sie auch sehr gut für zum Beispiel den Schulter-Nackenbereich einsetzen und du kannst es auch vorne zusammen machen und dann rutscht es nicht vom Schulter-Nackenbereich runter. Also es ist ganz toll gemacht, wie gesagt, einfach um den Nacken rumlegen, dann, ja gut, das
wissen wir alle, das ist die Öffnung von der Wärmflasche. Aber das Wichtige ist, wie gesagt, diese Länge, das ist richtig cool. Das legst du so, zack, um den Nacken herum und machst es dann vorne hier zu. Das ist was Besonderes, ne? Nicht der Verschluss, sondern die Form der Wärmflasche. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Genau, da kommt natürlich wie in alle Wärmflaschen heißes Wasser rein, 2 Liter passen da rein. Aber was ich toll finde, den Bezug kann man abnehmen, kann ihn waschen. Genau. Und der Inhalt, das finde ich jetzt auch wichtig, das Innen ist Naturkautschuk, also ein Naturprodukt, welches hier für die Wärme sorgt. Hm. Und ich habe mir mal sagen lassen, wenn man auf der Seite schläft, so als Seitenschläferkissen und gleichzeitig Wärmemagnet, ist das auch perfekt geeignet. Ja, jetzt im Winter ist auch ganz toll, wenn man das Bett vorher vorwärmen kann mit so einer Wärmflasche und da hat man es aber schön muckelig. Ne? Oder wie gesagt, wenn man dann auch mal so verspannt ist, gerade im Winter ist man verspannt, hat Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und da ist sowas eben Gold wert und sieht super schick aus. Ich finde schön, wir haben hier Zuschriften. Heidi sagt eigentlich genau das, was du gesagt hast. Eine klassische Wärmflasche in einer ungewohnten Form. Nicht nur gut für den Nacken, sogar ob der Länge auch zum umfangreichen Vorheizen eines Bettes hervorragend geeignet. Und der Sören aus Bochum schreibt, sehr gutes Produkt, endlich eine Wärmflasche für den Nacken. Klare Kaufempfehlung von mir. Aber jetzt sind wir hier beim Nacken. Ich könnte mir das auch mal unter den unteren Rücken vorstellen. Wenn man Rückenschmerzen hat oder Bauch. Bei den ich habe diesen Produkt. Ich habe aber Pink. Ich habe das als Geschenk bekommen. Ja. Ich bin begeistert. Ich habe schon meine Kollektion mit Wärmflaschen. Ich liebe das für Winter. Das ist ein Must-have für mich. Begeistert. Und gerade heutzutage finde ich es wichtig, Naturprodukte. Also es ist Naturkautschuk, das Innenleben außen fließt. Die Bestellnummer ist die NX4887 und die 569. Das ist auch mal, meine Herren, eine tolle Kleinigkeit, die man verschenken kann an den Damen, die einen eigentlich immer kalt ist oder auch bei den Personen, die immer wieder einen verspannten Rücken oder Nacken haben, weil Wärme tut da mir zumindest immer gut. Gehen wir weiter. Ja, aber gerne doch. Komm. Danke dir, Monika. Oh, das ist aber gefährlich. Gefährlich? Ja, für mich. Nein, das Wichtige ist. Jetzt dachte ich, es sind Messer, wenn du sagst gefährlich. Aber das ist eine. Wow! Also, im ersten Blick mal eine normale Waage, ja, aber es ist viel, viel mehr. Es ist eine Körper 14-in-1 Körperanalysewaage aus Glas, die per Bluetooth über eine App zu bedienen ist. Also, du siehst die Auswertung immer auf der App und die Nutzererkennung ist auch noch dabei. Also, da ist gar nicht viel. Das ist eine super, hyper moderne Waage. Stehen da auch, was für 14 Sachen hier analysiert werden können? Okay, pass auf. 14-in-1 analysiert 13 Körperdaten mit Anzeigen in Diagrammen, zeigt Körpergewicht, Body Mass Index, Körperfettanteil, fettfreies Körpergewicht, Unterhaut, Fettgewebe, viszerales Fett, Körperwasser, Skelett, Muskelverhältnis, Muskelmasse, Knochenmasse, Proteinhaushalt, Ruhe, Energiebedarf und das biologische Alter. Wichtig hier, oh, da sehen wir es auch mal alles, guck mal. Wichtig ist hier, muss man barfuß draufstehen, sonst funktioniert die nicht. Ja? Aber das ist echt cool. Ich weiß, dass du hast 10 Kilogramm heute schon abgenommen. Ja, aber ich stehe jetzt trotzdem nicht drauf, aber wichtig ist, Gewicht sehen Sie ganz normal auf der Waage. Alles andere über die App in der Ablösung. Und hier Peter aus Nürnberg schreibt uns, das Gerät bietet eine wunderbare Übersicht über alle Werte. Sehr hilfreich, wenn man die Fortschritte seines körperlichen Trainings oder seines Abnehmprogramms im Blick behalten möchte. Extrem einfache Inbetriebnahme und Anwendung in Kombination mit der dazugehörigen Handy-App. Also, hier voll des Lobes. Aber ich bin mir sicher, auch Peter hat wesentlich mehr bezahlt, weil diese Waage habe ich noch nie in der 10-Euro-Show gesehen. Mhm. Ja, wir reden hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 60 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Ne? Und jetzt hier bei uns für 10 Euro finde ich auch ganz toll. Gerade wenn wir jetzt so an Ende des Jahres daran denken, erstmal Weihnachten, die ganze Völlerei, dann kommen die guten Jahresvorsätze. Und so ein Gewicht ist ja eigentlich nichts aussagen. Wichtig ist ja wirklich Körperfettanteil, Muskelmasse. Was war nochmal viszerales Gewebe? Was ist das nochmal? Das ist diesen Fett, welches liegt am zum Beispiel am Herz oder in den Organen? Organen, ja.
Also das, was beim Schwein gut schmeckt, das Bauchfett, aber ja, das ist wird hier Speck, analysiert. Das ist Speck. Also aber eigentlich das Gefährlichste. Aber ganz, was ich hier wichtig finde, Messbereich bis zu 180 Kilo. Auch wenn man etwas mehr hat, kann man diese Waage benutzen. Oftmals ist ja Schluss bei 110 oder 120 Kilo. Das finde ich klasse. Die Bestellnummer, die NC 7743 und die 569, eine 14:1 Körperanalysewaage aus gehärtetem Glas, die sieht auch noch toll aus, ja, wie ich finde, und hat dann wirklich viele, viele Zusatzoptionen, die man sonst so von der Waage gar nicht in dem Bereich kennt. Und weiter. Price Alarm! Endlich. Das ist was Besonderes. Ja, was ist denn das besondere Price Alarm? Das ist das Baustelle. Nein, das ist ein Produkt, was so knallhart herunterreduziert worden ist, dass wir hier nur ein Stück pro Besteller herausgeben dürfen. Aber du hast recht, es ist ein Baustellenfluter. Steck mal einen, da unter deinem Stuhl ist eine Steckdose. Aber das muss sehr, sehr hell sein. Es ist schrecklich hell. Ja, 1600 Lumen. Das ist wirklich unglaublich hell. Außen geschützt, also Schutzklasse IP54. Und jetzt nicht reinschauen. Es ist der Wahnsinn, was heutzutage für eine Leuchtkraft aus LEDs kommt. Und da sind 40 LEDs eingebaut mit insgesamt 1600 Lumen. Und da kannst du wirklich mal renovieren. Ja? Das ist natürlich genial. Ne? Früher waren solche Fluter, die waren ja, also ich kenne die noch von meinem Papa von der Baustelle. Wenn du da versehentlich mal drangekommen bist, nachdem die eine Viertelstunde geleuchtet haben, da hast du dich verbrannt. Aber sowas von schlimm, weil die wurden richtig heiß. Und LEDs werden ja zum Glück nicht heiß, sind sehr sparsam im Betrieb. Ich weiß nicht, die Fluter haben ja damals wie viel Watt rausgehauen? 120? Nein, mehr. Teilweise 300, 500 Watt. Überleg mal, was du da wenn du solche Leuchtkraft hast, ne? wolltest. Hier sind wir gerade noch bei 20 Watt. Ach, süß. Also das ist auch, man sagt oftmals, dass du 90% sparst, also vergleichbar würde ich jetzt sagen 200 Watt Halogenstrahler. Ja, also ein Zehntel des Energiebedarfs, und ich glaube, Sie sehen hier, wie hell der ist. Oh, jetzt habe ich gerade reingeschaut, jetzt sehe ich nur noch Punkte, aber das ist natürlich phänomenal. Nee, und du siehst die Punkte, das liegt an mir, das liegt an meinem Kleid, Ralf. Ach so, das kann hier natürlich auch sein, stimmt, dein Kleid hat Punkte, jetzt wo du sagst, sehe ich es auch, aber ich finde das klasse, und für 10 Euro ist der Wahnsinn. Gigantisch, sollte jeder zu Hause haben. Wir schauen mal auf pearl.de, was sie heute sparen. 19 Euro auf pearl.de und hier jetzt bei uns für 10 Euro. Aber Sie sehen es, wir haben hier nur ein extrem begrenztes Kontingent. Klar, ist unser Preisalarm, also ist der Hammer, 14 Euro. Ja, und ich sage Ihnen die Bestellnummer, ZX4054 und die 569. Hier bitte schnell sein, gerade in der dunklen Jahreszeit, es wird ja jetzt um 17 Uhr dunkel, ja, kannst du ja ohne richtige Baustrahler, ohne richtiges Tageslicht nichts mehr machen. Wenn du nur mal eine Wohnung streichen willst, das geht nicht bei der warmweißen normalen Beleuchtung, dann musst du so einen Baustrahler, damit du die Ausleuchtung hast. Und dann ist sowas natürlich unablässlich, das muss man haben. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, günstiger als für 10 Euro geht es einfach nicht. Deshalb nochmal die Bestellnummer ZX4054 und die 569. Und denken Sie bitte dran, es ist unser Preisalarm hier in der 10 Euro Überraschungsshow. Das heißt maximal ein Stück pro Besteller. Ist auch oben am Griff schön gepolstert. Da kannst du auch mal praktisch von A nach B tragen. Also was soll jeder mal zu Hause haben, auch für den Garten, wenn man da noch vielleicht irgendwas tüfteln will. Also sowas hast du einfach zu Hause, und für 10 Euro, da meckert man nicht, da greift man zu. Du, und der ist ja spritzwassergeschützt oder außentauglich. Ja. Das heißt, du kannst auch mal eine Fassadenbeleuchtung oder Pflanzenbeleuchtung damit machen. Oder Parkplätze beleuchten. All das würde damit gehen. So, wie geht's weiter? Mit Strom schon wieder. Wir bleiben beim Strom. Aber eine ganz besondere Verteiler-Mehrfachsteckdose. Die ist nämlich einzeln zuschaltbar. Gerade in Zeiten, wo die Strompreise explodieren, sollte man ja Strom sparen. Und hier musst du jetzt nicht jeden Stecker einzeln rausziehen von den Geräten, sondern du schaltest ihn separat ein bzw. aus. Hier gibt es ja keine Beschränkung. Hier darf man ja bis zu 5-mal zugreifen. Ne? Weil ich denke da ans Gästezimmer, ans Arbeitszimmer, Küche, ich denke da ans Wohnzimmer. Da hast du ja tausende Geräte. Und auch Geräte, die angeblich aus sind, wie Fernseher oder Spielekonsole, verbrauchen Strom. Ne? Auch, guck mal, selbst die Kaffeemaschine. Ja, und da sehen wir es, 115 Euro nur Standby-Kosten, durchschnitts im Haushalt. Das müsste mittlerweile, wenn man das neu erhebt, schon bei 140, 150 Euro liegen, bei den Stromkosten, die wir jetzt haben. Ich kann dir sagen, wo ich so eine mir geholt habe, die liebe ich auch, und zwar in der Küche. Ich habe eine Doppelsteckdose und habe aber 4 Geräte. Da habe ich sowieso mehr gebraucht. Aber hier jetzt habe ich eine da drin, 3 habe ich schaltbar. Warum? Ganz einfach, weil ich zum Beispiel meinen Wasserkocher
nicht immer brauche. Und da muss ich immer den Stecker ziehen. Wollte ich nicht, also schalte ich nie aus. Meine Kaffeemaschine, mein Eierkocher, ja, und mein Toaster. Mhm. Ja. Die Kaffeemaschine, die ist auf Dauerstrom, weil die läuft bei mir permanent. Ja. Aber alles andere wird wirklich nur bei Bedarf hier zugeschaltet. Und das ist eine clevere Lösung. Aber was du gesagt hast, Wohnzimmer, Büro, natürlich auch dort überall einzusetzen. Ja, also greifen Sie ruhig mehrfach zu. Gerade so im Elektrofachgeschäft liegen die ja meistens an der Kasse. Da sind die schon überteuert mit 15 Euro. Und da hast du die nicht, dass du die einzeln ein- und ausschalten kannst. Da kannst du entweder nur Stecker rein und auch rausziehen. Und gerade bei den großen Schuko-Steckern, die klemmen ja auch immer so richtig fest drin. Da musst du ja immer richtig fest ruckeln, dass die rausgehen. Das ist natürlich toll mit dem Schalter. Ne? Und gerade jetzt Weihnachtszeit, Leuchtdeko, Weihnachtsbaum soll ja auch nur abends leuchten, wenn es dunkel ist. Tagsüber kann man es mal schnell ausklipsen, also finde ich genial. Du, gerade bei Weihnachts-, also bei Weihnachtsbaumbeleuchtung, da musst du irgendwo, ist meistens kein Schalter, du musst Stecker ziehen oder eine Birne rausdrehen. Hier kannst du jetzt einfach den Stecker der Lichterkette reinmachen und kannst ihn ein- und ausschalten bei Bedarf. Eine Zuschrift möchte ich noch vorlesen, weil hier Tim hat eine ganz außergewöhnliche Anwendung aus Kassel. Einzelabschaltbare Steckdosenleisten haben sich in meiner Modellbauwerkstatt als unverzichtbar erwiesen. Ich weiß nicht, welche Geräte er schaltet, aber er wird es wissen. Die Bestellnummer ist die PX 1830 und die 569 Dreifachsteckdosenleiste. Schön langes Kabel und alle drei Anschlüsse einzeln abschaltbar. Also eigentlich perfekt in Preis-Leistung. Yes, und wir wechseln. Ich will jetzt endlich mal wieder ein Spielzeug. Ich will. Monika, hast du dein Spielzeug drin? Nee, das ist zu klein für ein Spielzeug. Dankeschön. Schmuck. Oh, wow. Eine Fernbedienung. Eine lernfähige Infrarot-Fernbedienung. Das ist ja cool. Das ist ja auch so eine Art wie Spielzeug, finde ich. Naja, aber es erlöscht den Dschungel, weil viele haben drei, vier Fernbedienungen auf dem Tisch liegen und man greift ja immer die falsche. Hier kannst du alles, sobald diese installiert ist, alle Geräte, die per Infrarot im Umkreis von 10 Metern geschaltet werden, kannst du mit deinem Handy steuern. Weil das ist perfekt hier. Alles in einer App. Sparen Sie sich das Suchen nach Ihren Infrarot-Fernbedienungen. Die clevere Infrarotbox ersetzt alle Fernbedienungen und Sie steuern Ihre Geräte weltweit bequem per App vom Smartphone aus. Und das ist eine unglaubliche Erleichterung. Finde ich richtig cool. Also ich hasse das ja auch, diesen Wirrwarr von den ganzen Fernbedienungen. Vor allem, wenn du 5 Fernbedienungen hast und brauchst die Fernbedienung vom Receiver, du greifst immer prinzipiell zur falschen Fernbedienung. Und so, das macht einen wahnsinnig. Und sieht ja auch nicht schön aus, wenn da so viele Fernbedienungen rumliegen. Hiermit können Sie jetzt all Ihre Geräte steuern. Schauen Sie mal, so einfach geht das. Also ich finde, das ist auch im Zahn der Zeit. Ne? Das ist einfach zukunftsorientierend. Heutzutage ist vieles eben dann auch mit lernfähigen Infrarot-Fernbedienungen. Guck mal, hier mit dem Handy alles steuern, das ist natürlich klasse. Also wir denken jetzt an Fernseher und an anderes Receiver. Aber alle Infrarot-Geräte im Umkreis von 10 Metern können gesteuert werden. Ich rede jetzt auch mal von Klimaanlagen oder von Heizlüftern digitalen, die ich jetzt auch von unterwegs einfach mal über meine App schalten kann. Und ich habe hier noch ein paar Zuschriften. Pascal aus Freigericht lässt sich einfach installieren und hat meine Geräte alle sofort erkannt. Fritz aus Mülheim, damit lässt sich praktisch alles steuern, was eine Infrarot-Fernbedienung hat. Das ist super, da man zum Beispiel statt eines Smart-Home-Lichtmanns ein günstiges Infrarot-gesteuertes Lichtband verwenden kann und zusätzlich zu App- und Sprachsteuerung noch die normale Fernbedienung hat. Und eins habe ich noch, die Tina schreibt aus Meinhardt, das Chaos mit den vielen Fernbedienungen hat endlich ein Ende. Und mit der Alexa ist das ein tolles System, was den Alltag sehr erleichtert. Also das ist mal grundgefasst, alles positiv. 10 Euro der Preis, probieren Sie es einfach mal aus. Die Bestellnummer ist die NX4519 und die 569. Und das mit Alexa, müssen wir noch sagen, das kann man noch zusätzlich machen. Die ist also mit Sprachsteuerung ebenfalls zu steuern. Da braucht man nicht mal mehr das Handy in der Hand zu nehmen. Das ist auch mal ein cooles Nikolausgeschenk, ne? Wenn du doch so was Kleines für einen Stiefel suchst oder für einen Adventskalender. Weil das braucht auch jeder. Das ist, jeder kennt dieses Problem mit den ganzen Fernbedienungen. Und vielleicht haben sie auch so eine Alexa. Da ist es natürlich super praktisch gemacht. Also greifen Sie jetzt zu 10 Euro. Das ist die einmalige Gelegenheit. Und Kalorien hat es auch nicht. Also ist auch noch viel besser, in die Nikolausstiefel sowas reinzulegen. Ach, als ein Stück Schokolade kann aber doch dazu, oder? Ja klar, zusätzlich noch. Zusätzlich, also. Zusätzlich, aber das ist eine tolle, tolle Geschenkidee für technikaffine Menschen. Das muss man sagen. Komm. Weißt du, was cool wäre, wenn der Basser jedes Mal, wenn ich ihn drücke, wenn er irgendwie ein lustiges Lied singen würde? Das wäre noch cool. Du kannst doch, wenn du drauf drückst, anfangen zu singen. Was soll ich singen? Komm, ein lustiges Lied. Eins, zwei, drei.
lustiges Erstes, Lied. Was hast du im Kopf? Alle meine Entchen. Ganz schnell schwimmen wieder aus. Wir machen See. Weiter mit etwas, was gerade für Fahranfänger, nee, eigentlich für jeden unglaublich wichtig ist. Es ist ein Kfz-Freisprecher und FM-Transmitter. Hast du mir zugehört? Was ist es? Ein FM-Transmitter. Und was ist das? Also, das hier ist richtig cool. Das steckst du, glaube ich, in einen 12-Volt-Zigarettenanzünder. Ja. Und jetzt kannst du ein nicht Bluetooth-fähiges Radio, Autoradio, Bluetooth-fähig machen und hast sogar noch eine Freisprecheinrichtung, ist es richtig? Du bist richtig gut, das müssen wir jetzt wirklich sagen. Und zwar, man könnte meinen, ich bin hier schon von Anfang an dabei. Wir müssen jetzt schauen, also in jedem, überall, egal wo man unterwegs ist, gibt es eine freie UKW-Frequenz. Und die stellst du ein und koppelst es dann praktisch über diese Frequenz mit deinem Autoradio. Mhm. So, genau, und jetzt, suchst du einfach eine freie Frequenz. Genau, und dieses Gerät ist jetzt Bluetooth-Empfänger, es ist MP3-Player, es ist Freisprecheinrichtung. Und die hast du jetzt auf einer beliebigen Platz, das speicherst du ab, zum Beispiel auf 5 oder auf 6. Und damit hast du dein uraltes Radio Bluetooth-fähig gemacht, hast eine Freisprecheinrichtung. Und das, ich habe solche Geräte schon gesehen für 40, 50, 60 Euro. Ja, ich auch. Ja? Die sind richtig teuer normalerweise. Auch das ist ja ein bisschen teurer. Das wurde ja nur speziell für die 10-Euro-Show herunter reduziert. Und es ist so einfach gemacht, wie gesagt, man sucht einfach nur eine freie Radiofrequenz und kann dann aus seinem ollen Autoradio echt viel rausholen, muss man mal so sagen. Ne? Und hier ist auch noch moderner, Direktzugriff auf Siri bzw. den Google Assistant, also wenn man mit Sprachbefehlen am Handy arbeitet. Und gerade für Fahranfänger finde ich das ganz wichtig. Oftmals bekommt man als Fahranfänger oder kann man sich nur so eine alte Kiste leisten, in Anführungsstrichen, aber da sind noch keine modernen Radios drin. Ja? Ja. Nicht Bluetooth-fähig, keine Freisprecheinrichtung. Und dann das hier einfach dazu schenken, dann hat man ein Bluetooth-fähiges Radio. Die Freisprecheinrichtung funktioniert dann über die Boxen vom Auto und richtig. Du hast nicht also so ein komisches Ding, was du irgendwo in die Windschutzscheibe hängst. Das hatte ich nämlich mal, so eine Freisprecheinrichtung für die Windschutzscheibe. Die taugen einfach nicht. Das ist eine ganz schlechte Qualität. Und hier hast du das Ganze über deine Radioboxen. Die finde ich gigantisch. Es ist der Wahnsinn für 10 Euro. Die Bestellnummer, die ZX1845 und die 569. Und wenn ich natürlich vorhin gesagt habe, für Fahranfänger, es ist für jeden geeignet, weil kein Mensch sollte das Smartphone in die Hand nehmen während des Autofahrens. Erstens mal ist es verboten. Es wird immer teurer. Jetzt sind, glaube ich, gerade wieder die Bußgelder gestiegen. Und zum Zweiten ist es gefährlich. Jeder, der mal ein Smartphone hantiert hat, weiß, da ist man nicht mehr konzentriert. Man sieht in dem Moment nicht, was auf der Straße vorgeht. Deshalb ist es ganz wichtig, sowas zu haben. Lasst uns weitermachen. Schlag auf Schlag. Baby, don't hurt me no more. Hallo, danke schön. War das jetzt ein lustiges Lied? What is love? Wow. What is love? Guck mal. Das ist 15 Dosen. Ein 30-teiliges Set, also 15 Dosen, oder? Ja. Ich denke, ja, 15 Dosen, 15 Deckel dazu. Aber so Frischhaltedosen, die braucht man doch immer. Auch Diana kommt jeden Morgen mit einer Frischhaltedose. Mit, du bringst das Essen ja, also immer mit. Essen, ja. Eine große, wir Müsli das immer. Müsli, Salat, das kann auch Pasta mit Soße sein, das kann alles. Weil sie sind so praktisch und zum Beispiel, wenn sie kochen etwas zu Hause und dann sie haben viele Gäste und dann so viel Rest bleibt zu Hause, sie geben immer, zum Beispiel bei mir, ich gebe Essen mit, mitnehmen und dann ich sehe diese Dose nicht wieder. Das ist oftmals so, und ja. Jetzt, für mich das ist egal, weil ich zahle nur 10 Euro für 50 15 Dosen, ja genau, und 15 Deckel in allen Größen, aber da hast du recht. Oftmals werden die verliehen, egal in welche Richtung, die kommen, wenn überhaupt, ein Jahr später wieder zurück und du stehst dann da ohne. Viele heutzutage kochen auch vor, dann ist das auch perfekt. Das Ganze ist nämlich Gefrier- und Spülmaschinen geeignet und wenn man es nicht braucht, kann man es schön ineinander stecken, es ist platzsparend zu verstauen. Und Sophie aus Schwerin schreibt, ich kann dieses Produkt nur weiterempfehlen, es ist praktisch und überall und für alles zu gebrauchen. Und ich glaube, so Aufbewahrungsdosen kann man nie genug haben. Also ich würde die jetzt zum Beispiel für die Adventszeit nehmen, da backt man ja Plätzchen und gibt dann auch mal Plätzchen mit, den Kollegen, der Nachbarin, der Familie und die Dosen siehst du auch meistens nicht wieder. Und dann finde ich das schön, dann legst du dir noch so eine kleine Weihnachtsserviette rein, da die Plätzchen rein und dann hast du mal ein schönes Geschenk. Dann kannst du auch gleich sagen, Mensch, Dose kannst du behalten, brauche ich nicht wieder. Wie also schön, gefällt ja? mir sehr, und kleine sehr auch. Also es gibt doch solche Plastikdosen, die ganz ähnlich aussehen. Da zahlst du für eine Dose 5, 6 Euro. Ja?
Ja, mit Deckel. Hier haben wir 15 Dosen, 15 Deckel, 10 Euro. Das heißt knapp 90 Cent pro Dose. Und ich glaube, das kann man mal verschmerzen, wenn da die ein oder andere nicht zurückkommt. Aber hier bis zu 5 dieser Sets dürfen Sie sogar bestellen. Da können Sie die ganze Nachbarschaft versorgen. Ja, die Bestellnummer ist die NX8337 und die 569. Das Ganze natürlich aus BPA-freiem Kunststoff. BPA ist dieser Weichmacher, der früher in Kunststoffen war, der unter Verdacht ist, krebserregend zu sein. Der ist hier absolut nicht drin. Das heißt auch natürlich für alle Lebensmittel bestens geeignet. Richtig cool. Also gerade jetzt in die Adventszeit, wenn man backt oder wenn man Besuch hat, zu viel gekocht hat, noch was übrig hat, mitgeben möchte, als Aufbewahrungsbox, als Lunchbox für die Kids. Also brauchen wir Ihnen, glaube ich, nicht erklären, für was man das braucht. So, und es geht weiter. Hit me, baby, one more time. Sie sind wirklich zu jedem Buzzer drücken, die sind das auch. Das bin ich. Nicht nur. Das ist der Buzzer. Du kannst auch singen. Das ist der Buzzer. Das Beste vielleicht für uns alle. Ja, sing du doch mal, Ralf. Ich lass das lieber. Ein Lied, ganz kurz. Was willst du denn hören? Händchen klein, Händchen klein, ging allein. Elvis klein, ging allein. Was ist besser? Ein anderes Mal singen wir Elvis. Aber jetzt schauen wir erstmal. Guck mal, Wiederbeleuchtung. Aber welches? Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es ist ein kabelloser LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder. Ja? Und der wird hier ganz einfach, jetzt muss ich gucken, wie der betrieben wird. Hat er Solarpanel? Oder ist das batteriebetrieben? Ich glaube, das ist mit Batterie. Da ist ein Akku drin, den kann ich immer wieder aufladen. Das ist gut. Das ist auch schön. Und ich kann die Leuchtdauer von 5 Sekunden bis zu 7 Minuten einstellen. Sowas ist perfekt für Müllhäuschen. Ist euch das schon mal passiert? Viele haben so einen Abstellraum, wo sie ihre Mülleimer drin haben. Wenn du da im Dunkeln rein musst, du siehst ja nicht mal, welcher Mülleimer ist. Und hier durch den Bewegungssensor geht es immer an, wenn jemand reinkommt, geht dann automatisch auch wieder aus. Und ich kenne mit Sicherheit noch viel, viel mehr Anwendungen und Sie auch. Aber sowas für 10 Euro ist schon der Wahnsinn. Richtig hell, wenn man das mal hier sieht, kannst auch wirklich was ausleuchten. Und du kannst den Winkel verstellen, kannst ihn neigen, kannst ihn nach links und rechts drehen. Also auch gerade mal so als Hofeinfahrt oder wenn du nach Hause kommst, vielleicht das Schlüsselloch nicht gleich findest. Ich meine, jetzt wird's ja, wir haben ja vorhin das Thema schon gehabt, ab 17 Uhr, 17.30 Uhr ist es ja schon so dunkel, dass du echt nichts mehr siehst. Und das ist eben schön, gibt dann auch die Sicherheit. Und wenn doch mal jemand in ihrem Garten ist, ne, durch den Bewegungsmelder, es sieht auch immer so aus, als wäre jemand zu Hause. Das ist auch wichtig, ja, auch im Eingangsbereich gerne mal irgendwo das anbringen. Da geht es Licht an, wenn jemand auch unbefugt kommt. Der gern gesehen ist, der freut sich über Beleuchtung. Aber der ungebeten kommt, der meidet Licht. Hier drin steht übrigens in meinem schlauen Zettel, korrigieren wir das kurz, Batteriebetrieben mit 3 Doppel-A-Batterien. Mhm. Aber da das ja immer nur 10 Sekunden, 15 Sekunden leuchtet, behaupte ich jetzt mal die halbe Ewigkeit. Ja? Und vor allem bist du komplett stromanschlussunabhängig. Das heißt, du kannst das auch mal anbringen, wo eigentlich gar kein Licht möglich ist, weil du keinen Strom hast. Also ich finde das super für 10 Euro. Im Baumarkt oder so zahlst du da locker das 3- bis 4-fache. Und das ist schön, weil du kannst es immer wieder aufladen. Es hat einen Akku inbegriffen. Also, und es ist auch spritzwassergeschützt, ne? Ja, richtig, natürlich außen geeignet. Und ich habe hier noch 2 Kundenbeiträge. Und zwar einmal schreibt der Steffen aus Meerbusch, für Garten und Gartenhäuser sehr zu empfehlen. Und Simone aus Dietramszell schreibt, für mich die ideale Beleuchtung, da sie nur selten eingeschaltet wird, circa 3-mal die Woche für 30 Sekunden und damit eine Batterie die sinnvollste Lösung ist. Also, da haben wir 2 wunderbare Zuschriften. Wenn auch Sie so eine dunkle Ecke haben, die Sie eben, wenn man hinkommt, beleuchtet haben möchten, machen Sie es damit. Die Bestellnummer ist die NX4952 und die 569. Ja, richtig. Sichern Sie sich jetzt Ihre Schnäppchen aus der 10-Euro-Überraschungsshow. Sie wissen ja, unsere Preise sind immer 2 Stunden gültig, denn das war sie auch schon. Sie können jetzt anrufen unter der kostenfreien Hotline 0800 51 51 und 3x4. Oder Sie bestellen ganz bequem online unter www.pearl.tv. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß mit Ihren neuen 10-Euro-Highlights. Ciao!